Guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Die Architektur der Wirklichkeit oder CERN-Forschende auf der Spur einer neuen Kraft. Ich freue mich, dass ich Sie in die Welt der kleinsten Teilchen begleiten darf. Mein Name ist Katharina Müller. Ich habe promoviert am DESI in Hamburg über die Struktur des Protons. Und diese Frage hat mich bis heute eigentlich nicht ganz losgelassen. Unterdessen arbeite ich an der Universität Zürich und bin beim LHCb-Experiment. Das werden Sie heute ein bisschen kennenlernen. Und am LHCb-Experiment CERN in Genf kollidieren wir Protonen und Protonen. Und wenn wir damit nach neuen Teilchen oder neuen Kräften suchen wollen, müssen wir natürlich auch wirklich verstehen, was ein Proton ist. Ich beginne meine Geschichte vor gut einem Jahr, März 2021. Da gab es in diversen Zeitungen und Zeitschriften und Fernsehsendungen gab es Artikel im Sinne von Hinweise auf eine neue Kraft. Symmetrie von Elektronen und Myonen ist fraglich. Oder die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung in Zürich, hat es sehr nett getitelt. Ein Experiment am CERN rüttelt an den Grundfesten der Physik, allerdings nur sanft. Ich möchte Sie heute Abend möchte ich Ihnen erklären, was wir da gesehen haben und warum wir überhaupt nach neuen Teilchen und Kräften suchen und wie wir das machen. Ich habe drei Teile in meinem Vortrag. Erstens möchte ich Ihnen die Fundamente der Materie, also die Grundbausteine und Kräfte, die unsere ganze Natur beschreiben, erklären. Und dann erklären, wie wir überhaupt messen können. Was ist der größte Beschleuniger, der Large Hadron Collider am CERN und wie messen wir? Wie ist ein Teilchenphysik-Experiment aufgebaut? Und dann im letzten Teil, auf den Spuren einer neuen Kraft, möchte ich erklären, wie man überhaupt eine neue Kraft oder ein neues Teilchen prinzipiell nachweisen könnte. Woraus besteht die Materie? Das ist eine ganz alte Geschichte. Das ist eine Frage, die sich die Menschheit schon sehr, sehr lange gestellt hat. In der griechischen Philosophie hat es angefangen mit der Vier-Elemente-Lehre, Erde, Wasser, Feuer und Luft, und das hat gereicht. Im 19. Jahrhundert kam dann das Periodensystem und heute gehen wir noch ein bisschen weiter. Materie im Alltag wissen wir, dass die Materie können wir beschreiben durch die Moleküle, und Moleküle sind aufgebaut aus Atomen. Atome bestehen aus dem Atomkern und dem Elektron. Das Elektron, das kennen wir schon seit über 100 Jahren, und unsere ganze Technologie würde nicht funktionieren ohne dieses Wissen vom Elektron. Wir wissen, das Elektron können wir rauslösen aus der Materie, aber es ist zu klein, wir können das nicht alleine beobachten, das Elektron. Bis heute versuchen wir, das Elektron zu teilen, aber das ist uns nicht gelungen in den letzten 100 Jahren. Wir gehen im Moment davon aus, dass das Elektron ein Grundbausteinchen der Materie ist. Wenn wir uns den Atomkern anschauen, dann sehen wir, der besteht aus Protonen und Neutronen. Das kennen wir aus der Schulphysik. Da kann man jetzt aber nochmal reinschauen und schauen, die Protonen und die Neutronen, sind die wirklich, kann man die noch aufteilen? Und wir sehen, wenn wir genau hinschauen, die Protonen und Neutronen, die kann man unterteilen, die bestehen aus sogenannten Quarks. Und zwar steckt in jedem von denen stecken drei Quarks. Im Proton stecken zwei Up-Quarks mit einer Ladung 2 Drittel und ein Down-Quark mit einer Ladung minus 1 Drittel. Und im Neutron zwei Down-Quarks und ein Up-Quarks, das gibt dann genau eine neutrale Ladung. Das ist sehr speziell. Jetzt tauchen zum ersten Mal in der Natur Teilchen auf, die nicht eine ganzzahlige Ladung haben. Bis heute sehen wir, dass wir die Up-Quarks und die Down-Quarks auch nicht weiter teilen können. Also wir gehen davon aus, dass die Elektronen, Up-Quarks und Down-Quarks, dass das Grundbausteinchen der Materie sind. Sie sind unteilbar und wir nehmen an, dass sie punktförmig sind. In der Theorie rechnen wir damit, dass sie punktförmig sind. Das ist etwas, was man nicht messen kann. Wir können nur messen, dass sie kleiner sind, kleiner als 10 hoch minus 18 Meter, unvorstellbar klein. Damit können wir die Materie erklären. Jedes Atom ist aufgebaut aus Up-Quarks, Down-Quarks und dem Elektron. Es braucht aber noch ein weiteres Teilchen, um die Natur zu erklären, nämlich ein Neutrino. Und zwar beobachten wir, dass ein Neutron
zerfällt, ein freies Neutron, was nicht im Atomkern gebunden ist, das zerfällt in ein Proton und ein Elektron, aber es fehlt Energie und die Energie, die wird von dem Neutrino weggetragen. Aber das Neutrino ist nicht gebunden in einem Atom. Daneben kennen wir vier Grundkräfte. Das ist die Gravitation, das ist die Kraft, die wir schon sehr lange kennen. Die ist verantwortlich für sämtliche Sachen, die wir im Universum sehen. Die ist dafür verantwortlich, dass wir auf der Erde stehen bleiben. Die zweite Kraft, die wir schon sehr lange kennen, ist die elektromagnetische Wechselwirkung. In der Physik reden wir lieber von Wechselwirkungen als von Kräften. Die elektromagnetische Wechselwirkung, die ist für ganz viele technologische Sachen, brauchen wir die, aber wir sehen sie auch in der Natur, zum Beispiel sehen wir sie in Blitzen. Die Wechselwirkungen, die wir weniger gut kennen, sind die schwache Wechselwirkung. Zum Beispiel der Fusionsprozess in der Sonne wird erklärt durch die schwache Wechselwirkung. Und die schwache Wechselwirkung, das ist die einzige Wechselwirkung, die ein Teilchen in ein anderes Teilchen überführen kann. Das wird später noch wichtig. Dann als vierte Wechselwirkung haben wir die starke Wechselwirkung. Wie der Name schon sagt, ist sie sehr, sehr stark. Sie wirkt nur zwischen Quarks. Zum Beispiel zwischen Up- und Down-Quark hält die starke Wechselwirkung, die zusammen im Proton oder hält auch den Atomkern zusammen. Das ist das, was wir kennen. Die Natur hat es ein bisschen anders aufgebaut. Die Natur hat zu jedem von diesen Teilchen, gibt es noch zwei weitere Teilchen, die ganz ähnlich sind, dieselbe Ladung tragen, aber schwerer sind. Also in diese Richtung geht die Masse. Ich erkläre das beim Elektron. Das Elektron hat noch zwei Brüder, die schwerer sind. Das eine ist das Myon, das andere das Tau. Und das Myon, das begegnet uns eigentlich tagtäglich, aber wir sehen es nicht. Myonen entstehen in der Atmosphäre. Wenn Teilchen aus dem All auf die Atmosphäre prallen, entstehen ganz viele neue Teilchen. Und Myonen leben so lange, dass sie bis zu uns nach unten kommen können. Und wir können sie messen. Es kommen ein paar pro Sekunde, pro Quadratmeter kommen die. Und so ist das bei jedem von diesen Teilchen. Jedes hat noch zwei Geschwister, die einfach schwerer sind. Wir wissen nicht, wieso. Die Teilchen sind zum Teil sehr schwer. Das Top-Quark, das ist 170 Mal schwerer als das Proton. Hier auf der rechten Seite haben wir zusätzliche Teilchen, die gehören zu den Kräften. Diese Wechselwirkungen, die werden vermittelt durch Austauschteilchen. Das Teilchen, was wir am besten kennen, ist das Photon. Das ist das Lichtteilchen. Es kann aber in ganz verschiedenen Wellenlängen, das heißt verschiedene Energien, kann das vorkommen. Das vermittelt die elektromagnetische Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung wird vermittelt durch das Z- und das W-Boson. Die sind sehr schwer. Die sind 90 respektive 80 Mal schwerer als das Proton. Und das bedeutet auch, dass die schwache Wechselwirkung wirklich sehr, sehr schwach ist. Wir sehen sie praktisch nur dann, wenn keine andere Wechselwirkung da ist. Und zuletzt das Gluon. Das Gluon, das gehört zur starken Wechselwirkung. Das ist masselos. Und wir sehen, zur Gravitation habe ich kein Teilchen eingezeichnet. Die Gravitation, die können wir so nicht beschreiben. Die können wir im Standardmodell der Teilchenphysik nicht beschreiben. Aber wir haben hier noch ein weiteres Teilchen, das Higgs-Teilchen. Das wurde erst 2012 wurde das entdeckt. Es wurde aber theoretisch schon in den 60er Jahren vorhergesagt. Und dieses Teilchen erzeugt die Masse von den anderen Teilchen, zum Beispiel vom W- oder vom Z-Boson. Das ist dafür verantwortlich. Das ist das letzte Teilchen des Standardmodells der Teilchenphysik, was entdeckt worden ist. Das Standardmodell der Teilchenphysik ist ein mathematisch sehr solides und wohlbegründetes Modell. Es lässt sich in einer ganz kurzen Formel aufschreiben, wenn man in der kompakten Form, wenn man es richtig ausschreibt, dann hat man eine Formel, die über zwei Seiten geht. Aber diese Formel erklärt, welche Teilchen wie miteinander wechselwirken können und wie stark diese Wechselwirkungen sind. Das Schöne an diesem Modell ist, dass es Vorhersagen erlaubt. Es erlaubt sehr präzise Vorhersagen, die zum Teil im Promillbereich mit den Beobachtungen an den Experimenten übereinstimmt. Und deswegen sind wir eigentlich sehr überzeugt, dass dieses Modell ein guter Weg zur Beschreibung der Natur ist.
Wir wissen allerdings auch, dass es Defizite hat, aber zu dem komme ich später nochmal. Jetzt möchte ich erst erzählen, wie wir am CERN am größten Beschleuniger messen können. Der Large Hadron Collider am CERN, der ist ziemlich genau auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz gebaut. Wir sehen hier Genf und hat einen Umfang von 27 Kilometer. Also wir haben unter der Erde, 100 Meter unter der Erde, ist ein Tunnel und in diesem Tunnel kreisen Protonen. Und zwar kreisen sie rechts rum und es kreisen welche links rum und wir bringen sie an vier Stellen hier zur Kollision. Also da prallen die Protonen aufeinander. Und an diesen Stellen stehen große Experimente. Ich werde dieses Experiment LHCb werde ich erklären. Die Protonen sind mit praktisch Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das heißt, sie haben sehr viel Energie und diese Energie wird in den Kollisionen gebraucht, um neue Teilchen zu erzeugen. Diese Kollisionen passieren sehr, sehr häufig, alle 25 Nanosekunden. Das heißt, 40 Millionen Mal pro Sekunde müssen die Experimente ausgelesen werden und die Daten irgendwie verwertet werden. Jetzt diese Protonen, die kommen gesammelt, die kommen so in Paketchen und die kann man sich gut vorstellen, weil die Paketchen haben eine Länge von etwa 8 cm und einen Durchmesser von 1 mm. Das ist etwas, was man sich vorstellen kann und die Paketchen prallen zusammen. In einem Paket sind etwa 100 Milliarden Protonen und prallen mit den anderen 100 Milliarden Protonen von der anderen Seite zusammen und im Wesentlichen passiert nichts dabei. Weil von diesen 100 Milliarden prallen effektiv nur etwa 20 bis 40 Protonen zusammen. Die anderen kreisen weiter rum und so ein Strahl, der hier drin ist, der kann dann gut mal einen ganzen Tag da kreisen, weil er nicht wirklich verbraucht wird. Das Herzstück von diesem Beschleuniger hier sind die Magnete. Die Protonen müssen ja auf diese Kreisbahn gezwungen werden und das geht mit großen Magneten. Aber hier habe ich erst noch einen Blick in diesen Tunnel am CERN, den kann man leider nur selten betreten, weil den kann man nur betreten, wenn kein Strahl ist. Und wir sehen hier die beiden Strahlrohre für die beiden Protonen, die Protonen, die nach hinten gehen und die Protonen, die nach vorne gehen. Die werden in zwei getrennten Strahlrohren geführt. Wie gesagt, das Herzstück, das sind die Magnete, die die Protonen in diese Kreisbahn zwingen und diese Magnete haben ein sehr hohes Magnetfeld von bis zu 8 Tesla. 8 Tesla, das kann ich mir nicht vorstellen, das sagt mir nichts. Aber um 8 Tesla zu erzeugen, braucht man einen Strom von über 10.000 Ampere. Da sieht man schon, das geht mit konventionellen Magneten geht das nicht. Ein Strom von 11.000 Ampere. Man braucht hier supraleitende Magnete, das heißt ein Material, was leitet ohne Widerstand. Supraleiter müssen gekühlt werden und in diesem Fall wird das gekühlt mit flüssigem Helium auf einer Temperatur von 1,9 Grad Kelvin. Nun, wenn wir etwas beobachten wollen, brauchen wir Detektoren. An diesen vier Stellen, wo die Protonen kollidieren, haben wir große Detektoren installiert. Wir sehen hier einen Blick in die Halle von LHCb, von dem Experiment, von dem ich sprechen möchte. Und hier hinten steht ein Mensch, um einen Vergleich für die Skalen zu geben. Das sind riesige Experimente. Das Experiment LHCb ist 20 Meter lang. Hier sehen wir vor allem die Gerüste. Und ich möchte jetzt erstmal erklären, wie man überhaupt messen kann. Weil was wir beobachten, das ist jetzt bei einem anderen Experiment eine Kollision von zwei Protonen. Die Energie, sehr viel Energie wird gebraucht und es werden hunderte von neuen Teilchen erzeugt. Jeder gelbe Strich, den wir hier sehen, ist die Bahn von einem Teilchen. Das wurde von einem Computer erzeugt, aus den Messpunkten, die gemessen wurden. Und das möchte man alles messen. Um zu verstehen, was hier passiert ist bei der Kollision, müssen wir wie bei einem Verkehrsunfall, müssen wir nachher schauen, was ist da und daraus rekonstruieren, was ist da überhaupt passiert am Anfang. Das heißt, man möchte von jedem von diesen Teilchen, was hier davonfliegt, möchte man wissen, mit was für einem Impuls, das ist ein Maß für Masse mal Geschwindigkeit, in welche Richtung ist es da weggeflogen und was für eine Energie hatte es. Und die Energie ist hier dargestellt mit diesen roten Punkten hier.
Und dann muss man auch noch die entsprechenden Algorithmen haben, um die Spuren von den Teilchen mit der Energie hier zu korrelieren. Das ist die Aufgabe von einem Experiment in der Teilchenphysik. Und die Experimente, obwohl sie alle ganz anders aussehen, kann man ganz einfach zusammenfassen, weil das Grundprinzip ist immer dasselbe. Das Erste, was man machen möchte, das ist immer, das sind diese gelben Spuren. Man möchte die Spuren von den Teilchen messen. Und das kann man nur für geladene Teilchen machen, weil geladene Teilchen, wenn sie durch Materie durchgehen, ionisieren sie die Materie. Das heißt, wir haben nachher ein elektrisches Signal. Wenn wir Materie ionisieren, haben wir nachher ein freies Elektron. Das können wir verstärken und auslesen und in einen Computer füttern. Und in diesem Fall hier haben wir 12 Detektoren, die jetzt hier die Spur von einem Teilchen verfolgen. Die Kunst ist es nachher, festzustellen, welche von diesen Spuren gehört zu welchen Signalen. Also wenn wir zurückgehen zu diesem Bildchen hier, sehen wir, das ist nicht trivial, dann zu sehen, welches Signal gehört zu welchem Teilchen effektiv. Damit haben wir von geladenen Teilchen, wissen wir, in welche Richtung es geflogen ist. Und Sie sehen hier, dass diese Spuren nicht gerade durchgehen, sondern sie sind gebogen. Sie sind deswegen gebogen, weil wir haben hier einen Magneten, ein sehr starkes Magnetfeld. Und das Magnetfeld, das lenkt die Teilchen ab. Und aus der Krümmung, wie stark das gekrümmt ist und in welche Richtung es gekrümmt ist, können wir feststellen, was für eine Ladung hatte das Teilchen und was für einen Impuls hatte das Teilchen. Weil wenn das Teilchen langsam ist, dann wird es stärker gekrümmt. Wenn es sehr schnell ist, dann geht es fast als gerade Spur hier durch. Das nächste, was wir machen, wenn wir wissen, mit dem Teilchen, also hier versuchen wir, das Teilchen möglichst wenig zu stören, also möglichst wenig Material hierhin zu tun. Nachher versuchen wir, die Energie der Teilchen zu messen und für das bremsen wir sie ab. Wir bringen sie zum Stillstand. Das Erste, was wir machen können, das ist hier in grün, wir können Elektronen und Photonen können wir ziemlich schnell abbremsen. Die brauchen nicht viel Material, um zu stoppen. Die bremsen, die stoppen hier und wir sehen, die Energie, die hier deponiert wird, das ist sehr, sehr klar lokalisiert. Während alle Teilchen, die Quarks enthalten, die brauchen ziemlich viel Material, um zu stoppen. Die stoppen hier drin nicht, sondern erst hier draußen. Das ist ein Beispiel für ein Proton zum Beispiel. Ja, das stoppt hier. Wir sehen auch, dass diese Energieverteilung sehr viel breiter ist als beim Elektron. Zwei Teilchen können wir so nicht stoppen in unseren Detektoren. Das eine ist das Neutrino. Das Neutrino macht ganz wenig Wechselwirkung. Um ein Neutrino nachzuweisen, brauchen wir riesige Detektoren. Der größte Neutrino-Detektor steht in der Antarktis und ist ein Kubikkilometer Eis. Ja, also die Neutrinos sehen wir hier nicht. Das zweite Teilchen, was uns entwischt, was nicht stoppt, aber wir können es trotzdem sehen, ist das Myon. Das Myon habe ich eingeführt, das war der schwere Bruder vom Elektron. Weil es das Myon 200 Mal schwerer ist als das Elektron, stoppt es hier nicht. Es macht diesen Prozess nicht, was das Elektron hier macht, sondern es fliegt hier durch, es fliegt auch durch den Magneten durch und fliegt weiter. Und was man dann macht, man stellt hier hinten noch Detektoren hin und man weist nach, dass hier was durchgeflogen ist. Also Myonen können auch durch 10 Meter Beton fliegen und sie stoppen nicht. Ja, aber so wissen wir, das war ein Myon, was hier durchgegangen ist. Das ist das Prinzip von einem Teilchenphysikdetektor. Spurkammern, dann Energiemessung, Magnet und Myonkammern. Jetzt kommen wir zu dem LHCb-Detektor. Der ist ziemlich speziell aufgebaut, weil LHCb, das Experiment, hat eine spezielle Aufgabe. Und zwar ist es optimiert für Messungen mit den Beauty-Quarks, den B-Quarks. Das sind die zweitschwersten Quarks. Die sind viermal schwerer als das Proton. Und diese Beauty-Quarks, die fliegen sehr gerne in Richtung von dem Strahlrohr hier. Die fliegen in diese Richtung. Deswegen ist, also hier ist der Kollisionspunkt, Entschuldigung, hier ist der Kollisionspunkt. Deswegen fliegen diese Teilchen in diese Richtung und der Detektor ist nur in diese Richtung instrumentiert. Dafür eine sehr präzise Messung. Wir sehen hier ist der Kollisionspunkt.
da sind Spurdetektoren, die die Spur des Teilchens verfolgen. Dann haben wir hier einen Magneten. Sie sehen das Bild hier von dem Magneten. Da fliegen die Teilchen durch in den Bildschirm rein, fliegen die Teilchen hier durch und werden hier nochmal in einem Spurdetektor gemessen. Und Moment, in die andere Richtung. Und in diesem Detektor hier wird die Energie gemessen, so wie ich es eben erklärt habe. Diese Energiemessung hier passiert mit Bleiplatten. In den Bleiplatten wird das Teilchen abgebremst und dann sind so Sandwich-Bleiplatten, Scintillatoren. Und in den Scintillatoren gibt es Licht und dieses Licht ist proportional zu der Energie, die das Teilchen verloren hat. Das ist die Energiemessung und schon in die falsche Richtung. Und am Ende hier der grüne Bereich, misst man einfach noch, was kommt hier immer noch durch, das sind die Myonen. Das ist ein Bild von den Myonkammern. Das ist das LHCb-Experiment. Und das Experiment, also diese Experimente sind riesig, ich habe gesagt, es ist 20 Meter lang, 10 Meter hoch. Und das funktioniert nur, sowas zu bauen, wenn viele Länder, viele Institute aus vielen Ländern mitmachen. In unserem Fall sind es über 1300 Leute aus 17 verschiedenen Ländern. Und das ist ein Bild, was wir aufgenommen haben, was vom Computer rekonstruiert worden ist. Also hier hinten ist die Kollision, wieder in Gelb, diese Striche, die wir haben, das sind die Spuren von den geladenen Teilchen, die hier durchgegangen sind, und dann die Energie, die gemessen worden ist. Und daraus versuchen wir nachher rauszukriegen, was ist passiert. Das LHCb-Experiment, wie gesagt, ist spezialisiert auf die Messung mit Beauty Quarks. Sie sind schwer und sie zerfallen zwar sehr schnell, aber Teilchen mit Beauty Quarks, die fliegen ein paar Millimeter. Typischerweise ein paar Millimeter bis ein Zentimeter. Und damit kann man diese Teilchen einfach erkennen. Also das ist der Kollisionspunkt, wo die Protonen zusammenprallen. Das Beauty Quark, das ist das Teilchen, was das Beauty Quark enthält, ist in diesem Fall ein neutrales Teilchen, was wir nicht sehen können, aber was wir nachher sehen, ist, dass dieses Teilchen nach ein paar Millimetern oder einem Zentimeter, dass das zerfällt und zwei Teilchen erzeugt, die da von einem gemeinsamen Punkt herkommen. Das ist schematisch dargestellt und hier drüben habe ich das Bild von einem Ereignis, das ist der ganze Detektor, und dann zoomen wir hin, hier in diese Region hier gleich beim Kollisionspunkt. Hier ist der Kollisionspunkt, wo die Protonen zusammenprallen. Dann haben wir das unsichtbare Teilchen, was hier in diesem Fall etwa einen Zentimeter weit fliegt. Und dann entstehen zwei weitere Teilchen. Das eine zerfällt nachher nochmal. Und daraus können wir rauskriegen, was hier passiert ist an diesem Punkt. Und das ist der ganz wichtige Detektor, den wir hier brauchen. Das ist der Vertex-Detektor, der den Kollisionspunkt sehr eng umschließt. Das ist ein sehr schöner Detektor. Das sind Silizium-Detektoren, die sehr fein segmentiert sind. Hier sehen wir die Ausleseelektronik. Und der geht bis 8 mm an den Strahl ran. Einmal von unten und einmal von oben. Das wird rausgenommen, wenn der Strahl gefüllt wird und wenn das justiert wird. Und sobald wir stabile Bedingungen haben, werden diese Detektoren bis zu 8 mm da rangeführt. Und das erlaubt eine sehr präzise Rekonstruktion der Teilchenspuren und eine Vermessung des Kollisionspunktes und auch des sekundären Vertexpunktes von besser als 50 Mikrometer. Also weniger als ein Haar. Hardig. Nun, zum letzten Punkt, auf den Spuren einer neuen Kraft, und ich möchte hier sehr gerne ein Fragezeichen dahinter setzen, das ist irgendwie verloren gegangen. Ich habe gesagt, das Standardmodell ist ein sehr, sehr erfolgreiches Modell. Es wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt und es hat enorm viele Vorhersagen gemacht, die genau überprüft worden sind. Aber wir wissen auch, dass es nicht vollständig sein kann. Es erklärt zum Beispiel nicht das Problem, das wir haben mit der Antimaterie. Antimaterie habe ich bis jetzt noch gar nicht eingeführt. Es gibt zu jedem von diesen Teilchen hier, von den Quarks, von den Elektronen und von den Neutrinos, gibt es jeweils ein Antiteilchen. Das hat dieselben Eigenschaften wie die Teilchen selbst, nur genau die umgekehrte Ladung oder für Spezialisten die umgekehrten Ladungsquantenzahlen. Das heißt, für ein Elektron
Das hatte genau dieselbe Masse, aber es ist positiv. Das hat einen eigenen Namen bekommen, das heißt Positron. Oder das Up-Quark hätte dann die Ladung minus 2 Drittel und heißt Anti-Up-Quark. Diese Teilchen sind alle gemessen worden, die gibt es. Und das Problem, was wir haben, hängt mit der Geschichte des Universums zusammen. Am Anfang vom Universum war Energie. Und aus Energie entsteht Masse. Das ist die berühmte Formel von Einstein. Aus Energie kann Masse entstehen. Und zwar immer ein Teilchen plus ein Antiteilchen. Gleichzeitig. Also ein Elektron plus ein Antielektron. Ein Myon plus ein Antimyon. Ein Quark und ein Antiquark. Das ist etwas, was wir im Labor nachvollziehen können. Das sind Prozesse, die wir kennen. Das war ganz am Anfang. Aus Energie entsteht Materie. Dann dehnt sich das Universum aus und bei Ausdehnen wird es kühler. Das heißt, kühler heißt, die Teilchen werden langsamer. Wenn sich dann ein Teilchen und sein Antiteilchen wieder treffen und sie langsam genug sind, das geschieht nach wenigen Sekundenbruchteilen, dann vernichten sie sich. Wenn ein Teilchen plus ein Antiteilchen zusammenkommen, dann passiert die umgekehrte Reaktion. Aus Masse wird Energie. Und das beobachten wir auch. Sekunden nach dem Urknall vernichten sich Materie- und Antimaterie-Teilchen. Und zwar nicht ganz vollständig. Auf einer Milliarde Vernichtungsprozesse von einem Teilchen mit einem Antiteilchen blieb ein Materieteilchen übrig. Die ganze Antimaterie ist weg, ein Materieteilchen ist übrig geblieben. Und das ist das, was das ganze Universum ausmacht. Daraus sind wir, aus diesen Materieteilchen, die Sonne, unsere Galaxie und alles, was wir sehen. Wir sehen im Universum keine Antimaterie. Insbesondere sehen wir keine Sterne aus Antimaterie. Und das wird im Standardmodell nicht erklärt. Aber das ist Thema vom nächsten Vortrag am Donnerstag. Ein anderes Problem, aber es gibt noch viele weitere Probleme, ist, wenn wir wieder im Universum schauen, eine Spiralgalaxie hier. Wir können bestimmen, wir können messen, wie schnell die Sterne sind. Und das ist die Geschwindigkeit der Sterne als Funktion von der Distanz vom Zentrum von dieser Galaxie. Wir sehen hier die Masse von der Galaxie, ist hier im Zentrum. Hier ist die große Masse, draußen ist nicht viel Masse. Das heißt, wir erwarten, dass die Teilchen hier hinten, die spüren weniger Kraft, die sollten langsamer sein. Was man beobachtet, nicht überall, aber in einigen von den Galaxien, ist, dass die Sterne schneller werden, dass die Sterne weit außen in der Galaxie viel zu schnell rotieren. Ja, die Kraft, die wir sehen durch die Gravitation, die reicht nicht, um diese Sterne auf ihre Bahn zu halten. Und die Hypothese ist, dass es hier noch etwas gibt, was wir nicht sehen. Und das führt dazu, dass die Sterne hier in der Galaxie gehalten werden. Und diese Hypothese, das heißt dunkle Materie. Man vermutet aus diesen Messungen hier, dass es etwa 5,5-mal mehr dunkle Materie gibt als die sichtbare Materie. Das heißt, das Standardmodell kann nur etwa 20% der Materie im Universum beschreiben. Es gibt hier noch viele andere Hinweise darauf, zum Beispiel Kollision von zwei Galaxien hier, das ist das Bonnet Cluster, wo wir hier das rote Gas, das ist das rote, Rot ist das, was wir beobachten, das Gas, und das Blaue ist die Masseverteilung, die man gemessen hat. Und wieder, es stimmt nicht überein. Und Bildung von Galaxien und Clustern im Universum, wenn man das simuliert, kommt es nicht hin. Die Masse, die da ist, reicht eigentlich nicht, um überhaupt Galaxien zu bilden, um die Masse zusammenzubringen. Oder auch in der Entwicklung des Universums, im frühen Universum sieht man, es muss mehr Masse da sein als das, was wir kennen. Das heißt, wir wissen nicht, was es ist, wir wissen nur, dass das Standardmodell nicht vollständig ist. Und das ist die große Motivation für uns, nach neuen Teilchen und oder nach neuen Kräften zu suchen. Diese Suche können wir auf zwei verschiedene Arten machen. Das eine ist die direkte Suche. Hier eingezeichnet, wir schießen die beiden Protonen aufeinander, benutzen die Energie, die da ist, um neue Teilchen zu erzeugen. Diese neuen Teilchen werden nicht besonders lange leben, die zerfallen dann in andere Teilchen und aus den
Zerfallsprodukten können wir rekonstruieren, was das neue Teilchen für eine Masse hat. So hat man zum Beispiel das Higgs-Boson entdeckt. Das Problem ist bei der direkten Suche, da ist man immer beschränkt durch die Energie, die man zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite gibt es die indirekte Suche. Da sucht man nach Abweichungen von den Messungen von den theoretischen Vorhersagen. Und damit ist man empfindlicher auf sehr, sehr massive Teilchen, weil es gibt für sehr, sehr kurze Zeit, das ist beschrieben durch die Heisenbergsche Unschärferelation, für sehr, sehr kurze Zeit darf Energieerhaltung verletzt sein. Für sehr kurze Zeit können wir ein sehr massives Teilchen erzeugen. Die Zeit muss nur kurz genug sein. Das heißt, hier könnte man mit diesen indirekten Messungen oder Suchen, kann man Teilchen finden, die direkt nicht messbar sind. Und in der Astronomie hat man Erfahrung mit diesen indirekten Messungen. Zum Beispiel wurde Neptun, der Planet Neptun wurde vorhergesagt, weil man ganz kleine Abweichungen in der Bahn vom Uranus gesehen hat und dann darauf geschlossen hat, dass da noch ein weiterer Planet sein muss. Die Messung, die ich jetzt vorstellen möchte in den letzten paar Minuten, ist eine indirekte Messung, und zwar ein Zerfall von einem Beauty-Quark. Das Quark hier, das Beauty-Quark, kann sich verwandeln in ein Strange-Quark, ein S-Quark. Das geht über den Austausch von einem W-Teilchen. Ich habe gesagt, nur das W-Teilchen kann ein Teilchen in ein anderes Teilchen umwandeln. Das ist die schwache Kraft. Das ist ein Zerfall, der nur sehr selten auftritt. Das kann so nicht funktionieren. Das funktioniert mit der Energieerhaltung nicht. Ein schweres Teilchen kann nicht einfach sich verwandeln in ein leichteres Teilchen. Es muss noch was passieren. Und zwar kann sowas passieren, dass es noch ein Z-Teilchen gibt, respektive ein Gamma, ein Photon. Und diese Teilchen, die kennen wir sehr gut. Die können unter anderem zerfallen in ein Elektron-Paar, Elektron-Positron-Paar oder in ein Myon-Antimyon-Paar. Dieser Zerfall ist sehr selten. Er passiert nur etwa einmal auf eine Million von allen Zerfällen mit einem Beauty-Quark. Das heißt, man muss sehr lange messen. So wie der Zerfall hier steht, können wir das gar nicht messen, weil Quarks gar nicht alleine vorkommen können. Die sind immer in gebundenen Zuständen, so wie ein Proton drin. In diesem Fall ist das ein gebundener Zustand von einem B mit einem Anti-Up. Dieses Teilchen nennen wir B-Meson, aber das ist eigentlich jetzt in dem Moment nicht besonders wichtig. Dieses Anti-Up, das macht gar nichts, das bleibt wie es ist und am Ende haben wir einen Endzustand mit einem Kaum. Das heißt, wir suchen jetzt, wie häufig zerfällt ein B-Meson, also ein B-Teilchen hier, in ein Kaum hier und ein Elektron oder ein Myonpaar und schauen uns dieses Verhältnis an. Die Vorhersage vom Standardmodell ist, diese beiden Teilchen unterscheiden nicht zwischen Elektronen oder Myonen, die sind blind. Also die Vorhersage ist, dass dieses Verhältnis 1 sein sollte, mit einer sehr genauen Präzision. Jetzt, warum schauen wir uns genau diesen Zerfall an? Das ist deswegen, weil wir Elektronen und Myonen sehr einfach unterscheiden können. Also wenn ich zurückgehe zum Bild vom Detektor, sieht das Signal von einem Elektron und einem Myon sehr, sehr anders aus. Also wir können die beiden Teilchen einfach unterscheiden. Es ist leider nicht ganz so einfach, wie ich jetzt hier darstelle, weil das Elektron eine Eigenschaft hat, die für uns ein bisschen unangenehm ist. Elektronen, die strahlen sehr gerne, wenn sie durch Materie durchgehen, ein Photon ab. 1, 2, 3 oder 0. Wir wissen nicht, wie viele. Und das verfälscht natürlich diese Messung ein bisschen. Ja, also wenn wir dann die Messung machen, dann zählen wir die Anzahl Zerfälle in ein Kaon plus Myonen, respektive Kaon und Elektronen, und müssen das dann korrigieren mit der Nachweiswahrscheinlichkeit für die Myonen, respektive die Elektronen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das sehen wir sehr deutlich, wenn wir das anschauen. Das, was wir hier schauen, ich erkläre es erst für die Myonen, ist die rekonstruierte Masse
von, wenn wir das Kauen und die beiden Myonen messen, können wir aus der Kinematik dieser Teilchen können wir bestimmen, was hat das B-Meson für eine Masse. Und was wir hier sehen, diese Glockenkurve ist sehr typisch für ein Teilchen, was zerfällt, das hat eine bestimmte Breite. Und die Masse entspricht der Masse von diesem B-Meson-Teilchen. Wir sehen hier also ein klares Signal für diesen Prozess, den wir suchen, und wenig Untergrund. Der Untergrund durch falsche Kombinationen von Kanon und Myon, das ist hier in Gelb gezeigt. Für die Elektronen sieht das ganz anders aus. Das Erste, was auffällt, also die Skala hat sich geändert hier für die X-Achse, das Erste, was auffällt, ist, dass das Signal viel breiter ist, dass das Elektronsignal einen Schwanz nach links hat. Das zeigt, dass wir hier Energie verloren haben. Und insgesamt sieht es nicht so hübsch aus wie hier drüben. Wir haben viel mehr Untergrund, verschiedene Untergründe hier, Untergründe in Rot und in Blau und in Gelb. Ja, also insgesamt ist die Messung mit dem Elektron schwieriger. Es hat schlechtere Auflösung, mehr Untergrund und weniger Nachweiswahrscheinlichkeit. Trotzdem können wir die Messung machen und wir erhalten ein Resultat von Zerfall in Myon zu Zerfall in Elektron. Da haben wir gemessen 0,85, das ist das hier. In der Physik ist es immer wichtig, dass man dazu auch einen Fehler angibt. Der Fehler ist plus minus 0,04, das ist hier als Fehlerbalken eingezeichnet. Und das ist das, was wir erwarten hier, ein Wert von 1. Es entspricht dem nicht, auch innerhalb des Fehlers nicht. Wir müssen den Fehler, also das ist diese Abweichung von der Erwartung, ist 3,1 mal der Fehlerbalken hier. Das kann man in einer Wahrscheinlichkeit umrechnen. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 0,1%, dass wir hier eine zufällige statistische Fluktuation haben. Dass wir eigentlich diesen Wert hier haben, aber aus statistischen Gründen dieser Wert zu tief gemessen wurde. Ja, das klingt eigentlich schon sehr signifikant, dass wir eine Abweichung vom Standardmodell sehen. In der Teilchenphysik haben wir solche Sachen allerdings schon ziemlich oft beobachtet und deswegen sind wir vorsichtig geworden. Und wir sagen, eine Entdeckung ist erst dann, wenn dieser Fehlerbalken, also wenn dieser Fehlerbalken fünfmal dazwischen Platz hat, das entspricht einer Wahrscheinlichkeit für eine zufällige statistische Fluktuation von 0,00003%. Das bedeutet, wir müssen länger messen. Ja, wir können im Moment noch nicht sicher sagen. Wir müssen länger messen, mehr Daten nehmen. Aber wenn dieser Effekt richtig ist, also wenn dieser Effekt bleibt, was könnte dies erklären? Und da müssen wir die Theoretiker fragen. Und die Theoretiker sagen uns, das können wir sehr gut erklären, wenn hier nämlich ein weiteres Teilchen erzeugt wird, wenn dieser Übergang nicht so stattfindet, sondern wenn es auch noch zusätzlich noch so stattfinden könnte, mit einem neuen hypothetischen Teilchen, was sehr schwer sein kann, was gleichzeitig an ein Quark und ein Elektron oder Myon koppelt, und das nennen sie Leptoquarks. Wie gesagt, das ist im Moment einfach eine Hypothese. Das wäre ein neues Teilchen, wozu vermutlich auch eine neue Kraft gehören würde. Um das zu verfestigen, diese Hypothese, braucht es mehr Daten. Man muss neue, andere Zerfallskanäle anschauen. Und ganz wichtig, man muss auch andere Experimente anschauen, nicht nur LACB. Und nochmal ein Hinweis auf die Heisenbergsche Unschärfereaktion. Dieses Leptoquark kann sehr, sehr schwer sein. Ich werde diese Plots nicht im Detail diskutieren, die sind zu kompliziert. Wichtig, was ich hier sagen möchte, wir sehen Abweichungen, auch in anderen Messungen, insbesondere mit Messungen, die Myonen im Endzustand haben. Wir sehen hier zum Beispiel, das sind kombinierte Messungen von Atlas, CMS und LACB. Das ist das, was man erwartet, das ist das, was wir kombiniert gemessen haben. Und wir sehen auch hier eine deutliche Abweichung. Oder wenn wir uns anschauen, wie sieht die Winkelverteilung aus, wie sehen die Myonen, unter was für einem Winkel werden diese Myonen gestreut. Das kann natürlich für diese beiden Prozesse sehr unterschiedlich sein. Und das haben wir hier angeschaut, das ist ein älteres Resultat, das ist von 2020. Und das ist die Vorhersage und das ist das, was wir gemessen haben. Diese Abweichungen sind noch nicht besonders signifikant, aber wir sehen auch hier,
Tendenzen, dass wir Abweichungen sehen. Und das ist das, was uns im letzten Jahr sehr aufgeregt gemacht hat, dass die Theoretiker uns auch sagen, diese Abweichungen, die wir sehen, die sind konsistent und könnten zu einem wirklich neuen Bild in der Physik führen. Und ich möchte eigentlich mit dieser Folie abschließen. Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit, das auch noch anzuschauen. Teilchenphysik ist Teamwork. Für diese Analyse, die hat etwa 4 oder 5 Jahre gedauert, da waren bestimmt 30 Leute beteiligt, nur an der Analyse selbst. Aber es gibt auch die Leute, die im Labor arbeiten. Das sind alles Leute, das sind Studierende, PhD-Studierende. Die Schichten machen hier, überprüfen, dass das Experiment am Laufen ist. Es braucht Leute, die die Analyse da leiten. Und dann ganz wichtig, auf der einen Seite, das ist unser Professor hier Experimentalphysik, aber, und da sind wir in Zürich an einer sehr glücklichen Stelle, wir haben auch einen Professor in theoretischer Physik und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, um zu verstehen, ob und wenn ja, was da sein könnte, was sich da verstecken könnte. Und damit bin ich am Ende vom Vortrag. Ich möchte kurz auf den nächsten Vortrag hinweisen. Der hängt auch mit dem LHCb-Experiment zusammen. Das ABC des Urknalls, Antimaterie, Baryogenese und Charm. Das ist am nächsten Donnerstag. Und jetzt werde ich gerne noch Fragen beantworten. Die erste Frage, das ist eine sehr spannende Frage. Wie kommt es zustande, dass das Top-Quark diese wahnsinnige Masse von 173 GeV besitzt? Das ist eine sehr gute Frage. Das wissen wir nicht. Die Massen von den Quarks, die sind unglaublich unterschiedlich. Und das sind im Moment sind das einfach Parameter im Standardmodell, die Massen. Wir müssen die experimentell bestimmen und müssen die da reinstecken. Wir wissen nicht, wir haben jetzt unterdessen mit dem Higgs, mit der Entdeckung des Higgs, haben wir eine sehr gute Idee, wie die Massen zustande kommen, aber wir wissen nicht, warum die so unterschiedlich sind. Wir würden das ja gerne wissen. Wir hätten natürlich gerne am Schluss nur eine Zahl, die wir reinstecken müssen, und dann kommt alles raus. Aber das ist im Moment nicht klar. Die zweite Frage ist auch eine gute Frage. Habe ich die Ruhemasse des Up-Quarks mit nur rund 2 MeV im Diagramm richtig gelesen? Das ist korrekt. Wie kommt denn dann die Gesamtmasse eines Protons zusammen? Die Gesamtmasse eines Protons, die ist bei etwa 1 GeV. Und da sehen wir, wenn wir 2 MeV für das Up-Quark da reinsetzen und das Down-Quark ist unwesentlich schwerer als das Up-Quark, dann summiert sich das nie zu der Masse des Protons. Der Grund ist der, dass die Bindungsenergie den größten Teil der Masse ausmacht. Und das kennen wir schon von den Atomkernen. Die Atomkerne, die Masse der Atomkerne ist auch nie die Summe der Anzahl Protonen und Anzahl Neutronen, sondern was dort ganz stark mit reingeht, ist die Bindungsenergie. Und die Bindungsenergie, das ist das, was zum Beispiel bei Kernspaltung dann frei werden kann, wenn wir einen Kern unterteilen in zwei kleinere Kerne. Dritte Frage. 0 Grad Kelvin bedeutet doch, dass es keine Bewegung mehr gibt. Aber ein Zuwachs von 1,9 Grad soll tatsächlich Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Okay, da habe ich was nicht richtig, nicht exakt erklärt. Diese 1,9 Grad, das ist die Temperatur von flüssigem Helium. Damit werden die Magnete gekühlt. Und die Magnete, die lenken die Protonen ab. Ja, die Protonen haben aber schon eine Geschwindigkeit. Die werden erstmal beschleunigt. Ich hatte nicht Zeit, um den ganzen LHC zu erklären. Die Protonen werden mit Wechselspannung beschleunigt, mit elektrischer Spannung. Und da können sie auf praktisch Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. In diesen Strahlröhren, da ist Vakuum. Da ist
Ja, da hat es gar keine Teilchen mehr, die bis auf die Protonen. Es muss ein sehr, sehr gutes Vakuum sein, sonst würden wir die Protonen verlieren. Also diese 1,9 Grad, die beziehen sich auf die Temperatur des Magneten. Ich hoffe, das ist klarer geworden. Ist es wirklich die Schwerkraft, die uns am Boden hält, oder sind es elektromagnetische Kräfte, weshalb wir nicht durch den Boden in Richtung Erdkern fallen? Okay. Das ist, wenn man es so anschaut, also wir werden, die Erde zieht uns an, die gravitative Wechselwirkung, und wenn wir auf einem Sprungturm stehen, danach zieht uns die Erde an und wir werden nach unten beschleunigt. Und wir ziehen die Erde an. Das ist aber richtig, was gesagt wird, dass wir am Ende nicht durch die Erde durchfallen, das sind die elektromagnetischen Kräfte, dass wir nicht durch den Boden durchfallen, dass nämlich die Atome dann aufeinander stoßen, wenn ich auf den Fußboden knalle oder auf die Erde trete, und dass mich das dann hält. Das ist wichtig. Ja. Welche räumliche und zeitliche Auflösung der Teilchenbahnen ist in Ihrem Experiment möglich? Also zeitlich bin ich jetzt, also da sind wir im. Das wird klarer im nächsten Vortrag am Donnerstag. Das habe ich nicht auswendig im Kopf. Nein, das kann ich im Moment nicht sofort beantworten. Räumlich sind wir bei den Kollisionspunkten, also wenn wir sehr nahe dran sind bei den Kollisionspunkten, sind wir im Bereich 50 Mikrometer. Wenn wir einzelne Spurpunkte anschauen, sind wir bei etwa 20 Mikrometer, aber da wir ja nachher die verschiedenen Spurpunkte zueinander in Beziehung setzen müssen, haben wir am Schluss so Auflösungen von den Spuren, so von 100, 200 Mikrometer. Das Schwierige wird nachher, wenn wir uns das Experiment anschauen, von den Spurkammern bis zum Kalorimeter, also wo die Energie gemessen wird, oder nachher zu den Myonkammern, das sind einige Meter dazwischen, und da macht schon ein kleiner Fehler in der Spurrekonstruktion, macht schon große Fehler in der Rekonstruktion, wo diese Spur nachher hin zeigt. Das ist das eine. Und das andere ist, sobald die Teilchen durch Material durchgehen, können sie ihre Richtung ein bisschen ändern. Und das macht große Fehler. Wie entstehen Beauty Quarks? Die können aus Energie entstehen. Dann entsteht, also jetzt in unserem Fall ist der häufigste Prozess, dass wir ein Gluon haben mit Energie. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben die beiden Protonen, die zusammenprallen. Effektiv sind das ja zwei Quarks, die zusammenprallen. Meistens sind es nur zwei Quarks, die effektiv miteinander interagieren. Das heißt, die beiden Quarks bekommen sehr viel Energie und möchten raus aus ihrem Protonverband. Wenn sie rausgehen, dann ist es wie bei einer Feder oder wie bei einem Gummiband. Sie werden von den Gluonen, von dieser starken Kraft zurückgehalten, und es gibt ein großes Energiefeld dazwischen. Und in diesem Energiefeld können neue Teilchen entstehen. Und das passiert, das ist wie wenn das Gummiband aufreißen würde, immer wieder reißt es auf, und es entstehen auf diesem Weg, dass wenn das Quark hier rausgeht aus dem Protonverband, entstehen immer neue Teilchen. Und dabei können Beauty- und Anti-Beauty-Quarks entstehen. Es gibt aber auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so ein Beauty-Quark schon im Proton drin hat. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe meine Doktorarbeit über die Struktur des Protons geschrieben, und das Proton ist nur in der ganz einfachen Sichtweise besteht es aus den drei Quarks. Diese drei Quarks bestimmen die Quantenzahlen des Protons. Aber im Proton drin entstehen die ganze Zeit, für kurze Zeit, Quarks und Antiquarks. Die vernichten sich nachher wieder. Aber so können auch im Proton drin Beauty- und Anti-Beauty-Quarks entstehen. Altern die Detektoren eigentlich durch die Strahlenbelastung? Ja, das machen sie. Das ist sehr wichtig. Also dieser Detektor, der sehr nahe dran ist ich habe gesagt, bis 8 mm geht er an den Strahl ran, der altert massiv. Also diese ganzen Materialien, die da reingehen,
Und speziell auch die Elektronik, das hat man vielleicht gesehen, da ist ja noch die ganze Auslese-Elektronik ist oder Verstärkungselektronik ist dort auch noch. Das altert. Das wird, bevor man so einen Detektor baut, muss man das testen. Und die haben dann auch nur eine beschränkte Lebensdauer, diese Detektoren. Und da müssen sie ausgetauscht werden. Also wir hatten jetzt gerade die letzten 2 Jahre wurde dieser Detektor ersetzt. Also der war jetzt im Betrieb von 2009 bis 2018 haben wir aufgehört mit Messen. Und die letzten 2 Jahre wurde der Detektor erneuert und wurde auch der Beschleuniger erneuert. Und diese Zeiten, wenn große Arbeiten anstehen, wenn der Beschleuniger sehr lange offen ist, werden benutzt, um dann die Detektoren zu ersetzen. Das dauert immer Monate, weil der Beschleuniger, wenn man daran arbeiten muss, muss man ihn auftauen. Der ist ja, wie gesagt, ist der gekühlt auf 1,9 Grad Kelvin, das muss man langsam auftauen. Wenn man alle Grundkräfte vereinigt wären, gibt es Anzeichen, dass mit einer weiteren Expansion des Universums Grundkräfte entstehen. Im Umkehrschluss gibt es Anzeichen für die vereinigte Theorie. Das ist die Theorie, die man gerne hätte. Man sieht bei der elektromagnetischen Kraft und der schwachen Kraft, dass die sich vereinigen, dass das eine Kraft ist und dass es diese zwei Kräfte bei den niedrigen Energien gibt. Das sieht man dort. Es gibt Hinweise darauf, dass sich auch die starke Kraft vereinigen lässt mit der elektroschwachen Kraft. Also wenn man das extrapoliert zu hohen Energien, sieht es aus, wie wenn die sich treffen könnten, aber noch nicht so, wie wir das Standardmodell im Moment verstanden haben. Im Moment gibt es keine Hinweise darauf, dass wir die Gravitation integrieren könnten in das Standardmodell. Die Gravitation ist keine quantisierbare Theorie und im Moment gibt es keine Möglichkeiten, das zu integrieren. Wieso können Atomkerne stabil sein, wenn sich doch die positiven Ladungen der Protonen stark abstoßen müssten? Das ist in der Tat eine Frage, die man sich lange Zeit gestellt hat. Wie kann das sein? Protonen stoßen sich ab. Und dann hat man noch die Neutronen dazwischen, aber trotzdem sind die Protonen ziemlich nahe beieinander. Der Grund ist, dass der Atomkern so dicht gepackt ist, dass dort auch die starke Kraft wirkt. Die starke Kraft, also die starke Kraft wirkt zwischen den Quarks und die Protonen und Neutronen kommen im Atomkern kommen die sich so nahe, dass die Quarks von den verschiedenen Nukleonen, nennt man die, also Protonen oder Neutronen, dass die sich gegenseitig spüren. Und so wird, ich habe gesagt, die starke Kraft ist die stärkste Kraft, die es gibt. Und die überwiegt dann diese Abstoßung durch die elektromagnetische Abstoßung. Und diese starke Bindung durch die starke Kraft, die macht dann auch die Bindungsenergie aus, also die erklärt dann auch die Masse der Atomkerne. Wird nur gefunden, was man vorher berechnet hat, wie beim Higgs-Teilchen, oder sind die Experimente auch so offen angelegt, dass diese es zulassen, auch etwas Neues oder nicht Vorhergesagtes zu finden? Das ist auch etwas ganz Wichtiges und natürlich müssen wir offen sein, weil wir wissen ja nur, dass wir etwas suchen, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht. Also wir müssen sehr offen sein. Auf der einen Seite haben wir Theorien, die uns Vorhersagen machen und sagen, wir haben eine Theorie, die uns vorhersagt, es gibt Teilchen XY und das verhält sich so, sucht danach. Das ist immer das Einfache. Das war mit der Vorhersage der Antiteilchen. Das war das, die wurden vorhergesagt, es gibt Antiteilchen. Ein paar Jahre später hat man sie gefunden. Wir hatten eine Theorie, die ganz viele Vorhersagen gemacht hat und die war hoch im Kurs, 2000 oder so. Die hieß Supersymmetrie. Wir haben diese Teilchen nicht gefunden. Wenn es sie gibt, dann sind sie nur bei sehr hohen Energien. Also auf der einen Seite, um auf die Frage zurückzukommen, auf der einen Seite haben wir Theorien, die können ganz verrückt sein, die können
relativ naheliegend sein, die uns Vorhersagen machen. Sobald es Vorhersagen gibt, suchen wir danach. Aber dann sollte man natürlich auch nach Sachen suchen, die man nicht berechnet hat. Und das ist schwierig, das ist schwierig. Aber was wir auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, ist, dass wir Sachen wegschmeißen, nur weil wir nicht danach gesucht haben. Jetzt ist es so, dass wir alle 25 Nanosekunden Daten nehmen, dass es alle 25 Nanosekunden Kollisionen gibt. Und die können wir nicht alle abspeichern, das würde nicht gehen. Was man dann macht, damit man nicht aus Versehen etwas wegschmeißt, einfach weil man eine Selektion laufen lässt, ist, dass man wie beim Zoll, sagen wir, jedes hundertste Ereignis, egal wie es aussieht, man schreibt es raus. So dass man auch später darauf zurückkommen kann und sagen, man analysiert das nochmal, wenn man eine Idee hat und sagt, ich suche nach einem Teilchen, was zum Beispiel in 5 Elektronen zerfällt. Ja, also das ist wichtig, dass wir das zulassen und dass wir zum Teil auch versuchen, mit Machine Learning nach ungewohnten Signaturen zu suchen. Machine Learning ist eine Sache, oder Citizen Science Projekte sind auch ganz, ganz nette Sachen, dass man eigentlich einfach interessierte Leute trainiert, dass sie Sachen anschauen, dass wir ihnen sagen, schaut, so sieht typischer Zerfall aus von einem schweren Teilchen, von einem Higgs-Teilchen. Versucht mal, diese 1000 Ereignisse hier anzuschauen und festzustellen, ob es irgendwas gibt, was speziell sein könnte. Und da ist das menschliche, ungeübte Auge manchmal sehr gut drin. Wenn Sie morgen ein dunkles Materieteilchen im Beschleuniger erzeugen würden, welches Signal würden Sie erwarten? Tja, da wir nicht wissen, wie es gibt jede Menge Theorien, die Kandidaten haben für dunkle Materieteilchen. Und jedes ist ein bisschen anders. Aber die meisten gehen dahin, dass es ein Zerfall ist von einem Teilchen, wo wir am Schluss ziemlich viel Energie nicht sehen, weil mehrere Neutrinos entstehen, und zwar mehrere hochenergetische Neutrinos entstehen. Und die Neutrinos, ich habe gesagt, wir können sie nicht messen, aber wir können feststellen, dass da Neutrinos waren. Und Neutrinos mit hoher Energie sind auf jeden Fall immer Ereignisse, die sehr, sehr spannend sind und die man sich genau anschauen muss. Und die Neutrinos können wir indirekt sehen, weil wenn wir, wenn die Protonen aufeinander prallen, dann haben sie nur eine Energiekomponente in Richtung vom Strahl und nichts Transversales. Und was wir machen, wir summieren die gesamte transversale Energie auf und die muss sich zu Null summieren. Das ist transversale Energieerhaltung, die gilt genauso wie ganze Energieerhaltung. Das muss sich zu Null summieren. Und wenn es sich nicht zu Null summiert, das tut es nie, aber wenn es sich stark nicht zu Null summiert, ist das ein Hinweis darauf, dass da ein Teilchen rausgeflogen ist, was wir nicht gesehen haben. Und das ist ein Hinweis auf ein Neutrino. Es gibt natürlich nie Null, weil wir immer Fehler im Detektor haben. Wir haben immer irgendwo etwas nicht gesehen oder wir haben Unsicherheiten, Schwankungen in den Messungen. Aber wenn wir große fehlende Energie sehen, dann ist es ein Hinweis auf Neutrinos. Und das ist ein guter Kandidat, dass man da auf jeden Fall genauer hinschaut. Aber es gibt nicht, da wir nicht wissen, wie ein dunkles Materieteilchen aussieht, kann ich das nicht per se so beantworten. Auch wenn wir ein neues Teilchen finden am CERN, können wir nicht sicher sagen, dass das wirklich dunkle Materie ist. Nach dunkler Materie wird noch mit speziellen Experimenten gesucht. Und dann ist man sicherer, wenn man dort was findet, dass das das ist. Woher kommt das Anti-A in den Kaonen und B-Mesonen? Ah, das ist keine Antimaterie übrig geblieben ist. Ah, jetzt ich verstehe die Frage. Das Anti-U in den Kaonen und B-Mesonen. Das Anti-Teilchen. Das wurde erzeugt in der Kollision.
Das wurde erzeugt in der Kollision von den beiden Protonen. Da ist Energie vorhanden und dann wird immer ein Materieteilchen und ein Antimaterieteilchen erzeugt. Also es wird immer ein B und ein Anti-B miteinander erzeugt. Das war vorher nicht da, genau. Fermilab hatte auch interessante Ergebnisse über die Myonen. Genau, die kamen ein paar Wochen nach uns, G-2. Das ist, also, ich kann hier nur wiederholen, was die Theoretiker sagen. Sie sagen, man kann das konsistent erklären, das Myon G-2 Resultat. Ich hab das im Backup, aber ich habe keine Zeit, um das zu erklären. Das wär ein eigener Vortrag. Aber man kann die beiden Resultate konsistent erklären. Es gibt aber auch Theorien, die nur Myon G-2 erklären können. Oder es gibt Theorien, die nur die LHCb-Resultate erklären. Das wird die Zukunft zeigen, was übrig bleibt. Und das wird dann auch einen großen Teil der Theorien, die im Moment auf dem Markt sind, wird das dann wegwerfen können, wenn sich das eine oder das andere bestätigt oder auch wenn es sich nicht bestätigt. Wenn sich diese Messungen nicht bestätigen, auch das ist eine wichtige Message und unbedingt, also auch Messungen, die dann wieder zurückkommen auf etwas, was man schon vorher kannte, weil es gibt einen Ausschluss von Theorien dann. Wie sieht es eigentlich mit dem Teilchenphysik-Nachwuchs aus? Gibt es genug angehende Wissenschaftler, die sich für dieses Thema interessieren, oder stirbt dieses Genre aus? Also im Moment gibt es noch genug, die sich dafür interessieren. Das Thema ist wahnsinnig attraktiv, insbesondere für Schüler und Schülerinnen. Also ich unterrichte sehr viel an Schulen und Teilchenphysik ist etwas, was sehr spannend ist zu unterrichten. Es ist, und auch Nachwuchs zu finden für Doktorierende ist kein Problem. Von denen, die doktoriert haben, die allermeisten möchten bleiben, aber so viele Stellen gibt es nicht. Weil wir können Leute, die bei uns promovieren, bekommen eine sehr, sehr gute Ausbildung, insbesondere in Computing. Also das sind Leute, die sehr gefragt sind nachher. Von dem her haben wir nicht wirklich ein Nachwuchsproblem. Das Nachwuchsproblem kann in Zukunft wirklich ein bisschen kommen, weil die Themen einfach wahnsinnig komplex werden. Also eine typische Doktorarbeit, 4 Jahre, reicht gerade mal, um vielleicht ein Paper zu schreiben. Und da ist man in anderen Gebieten, ist man da viel schneller, als wenn man in Festkörperphysik ist, Materialforschung, da kann man in seiner Doktorarbeit 3, 4 Paper schreiben. Aber das weiß man auch, dass das einfach sehr komplex wird. Es ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, insbesondere mit Bachelorstudierenden, wenn man eine Bachelorarbeit sucht für sie, dass es schwierig ist, also bei uns dauert eine Bachelorarbeit 9 Wochen, dass es schwierig ist, ein Thema zu finden, was interessant ist und in 9 Wochen wirklich zu irgendwas führen könnte. Welche Masse könnten die Leptoquarks haben? Da bin ich im Moment auch nicht ganz sicher, welche Leptoquarks ausgeschlossen, bis zu welchen Energien Leptoquarks ausgeschlossen worden sind, aber die könnten im Bereich irgendwie 9 TeV, 10 TeV sein. Wie erzeugt man die B-Mesonen für das Experiment? Die B-Mesonen erzeugen sich quasi selbst. Also wir haben am Anfang nur die Protonen mit Energie. Also wir haben in erster Näherung diese Up-Up-Downs, die kollidieren. Und auf dem Weg, wenn diese Quarks, also wir können mal die beiden Up-Quarks miteinander kollidieren lassen, die bekommen sehr viel Energie. In dem Moment, wo sie rausgehen aus den Protonen, gibt es durch die starke Kraft ein sehr, sehr starkes Energiefeld und in diesem Energiefeld können weitere Quarks, Antiquarks erzeugt werden. Und wenn wir jetzt einen B-Quark erzeugt haben, dann verbindet es sich zum Beispiel mit einem Anti-Up-Quark, was auch entsteht in diesem Prozess von dieser Kollision. Und dann können sie zusammen rausgehen. Weil dafür hatte ich auch keine Zeit, das zu erwähnen. Das
die Quarks, die bilden immer einen Zustand insgesamt, der farbneutral ist. Die Quarks haben noch eine zusätzliche Quantenzahl, die nennt sich Farbe. Und nur wenn sie einen Zustand bilden können, der farbneutral ist, also entweder aus zwei Quarks besteht oder einem Quark und einem Antiquark, dann können sie überhaupt rausgehen. Dann wirkt die starke Kraft nicht mehr. So, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen spannenden Fragen. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen beantworten. Und wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, dann gehe ich jetzt zurück zu der letzten Slide. Dann kommen Sie zurück und abonnieren vielleicht den YouTube-Kanal Faszination Astronomie Online. Vielen, vielen Dank für den spannenden Abend.